Deutschunterricht. Tanzen. Freispielzeit. Fußballspiele. Na, das ist doch eine ganze Menge, was die rund 200 Grundschulkinder beim sogenannten Deutschsommer unternehmen. In diesem Jahr findet die Aktion zum 10. Mal statt. Ferien, die nicht nur Spaß, sondern auch schlau machen sollen. Der Deutschsommer ist ein Sprachbad für Kinder, die in der deutschen Sprache noch sich verbessern können, insbesondere für Grundschulkinder in diesem Falle. 3 Wochen in den Sommerferien bieten wir die Gelegenheit, dass Kinder auch Frankfurt verlassen können, also außerhalb Frankfurts in der schönen Natur sein können. 3 Wochen einmal ohne Handy, ohne Laptop, ganz analog in der Natur und in einer Sprache, in der deutschen Sprache. Das Besondere an diesem Projekt, das Zusammenspiel von Deutsch und Theater. Auf der Grundlage des Kinderbuches Gespensterjäger denken sich die Kinder zusammen mit den Lehrern ein sprachintensives Stück aus, das sie am Ende der 3 Wochen den Eltern vorführen. Zusammen nachdenken und neue Ideen entwickeln ist dabei das Motto. Wo sich manche Kinder kaum zurückhalten können für Energie, nutzen andere die Zeit für kreative Erholungspausen. Es gibt so ein paar Kinder, die lehnen sich zurück und sagen, oh, ich will aber eigentlich Sommerferien haben, ich habe gar keine Lust und es ist ja doch wie in der Schule. Und dann gibt es aber andere Kinder, die blühen hier auf und manchmal hört man sogar diesen Satz, jetzt habe ich es verstanden. Neben den Deutschinhalten sollen vor allem das Gemeinschaftsgefühl und das Selbstbewusstsein der Drittklässler bei den Übungen gestärkt werden. Auch ein geregelter Tagesablauf soll den Kleinen helfen, sich besser an den Schultag zu gewöhnen. Wir frühstücken hier, wir übernachten hier, wir lernen hier. Wir machen hier Theater, wir spielen zusammen, wir essen Mittagessen, wie immer, kriegen manchmal einen Nachtisch. Dass der Nachtisch aber nicht nur lecker sein kann, sondern auch groß geschrieben wird und ein Nomen ist, wiederholen die Schüler tagtäglich 2 Stunden lang im Deutschunterricht. Ob im Stuhlkreis zusammen oder allein für sich. Schwierig scheint es für die Kinder nicht zu sein. Wenn wir spielen, ist Spaß. Lesen, schreiben, die Hausaufgaben kriegen, wir kapieren alles. Die Kinder werden jedes Jahr aus Frankfurter Grundschulen auf Grundlage eines Sprachtests ausgewählt. Was ich mir wünsche, ist, dass sie so ein Selbstbewusstsein mitnehmen, dass sie sagen, wir haben das geschafft, 3 Wochen hier ohne die Eltern. Wir haben uns hier, ne, irgendwie, wir kannten nicht so viele und wir haben, ne, wir kamen hier zurecht und haben Freundschaften gefunden und wir haben auch noch auf der Bühne gestanden vor den Eltern. Also so ein Gefühl von, boah, das habe ich geleistet. Ja, es gibt schon einige Kinder, die man hier anders erlebt, als die Lehrer sie beschrieben haben. Aufgeweckter und freundlicher und positiver und motivierter. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Kinder diese Motivation und dieses... Ja, diese Freude, die sie hier erlebt haben, dass sie die noch mitnehmen in die Schule. Und genau das ist das Ziel der Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Das Sprachverhalten und Verständnis der Kinder verbessern und sie für die weitere Schullaufbahn wappnen.